Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video gerade schaut. Willkommen zurück hier bei Weipers Meerwasser zum, ja, ich glaube, dritten Teil sind wir jetzt. Nee, mit dem Besuch bei Norbert sind wir bei vier. Vier. Vierter Teil, genau. Straton, Aufbau, Norbert und jetzt nochmal Epo, Aufbau. Ja, wir haben im Prinzip das Becken soweit vorbereitet und haben jetzt dieses wunderschöne große Puzzle hier vor uns liegen. Ich habe es tatsächlich aufgenommen, wie es aussah, aber wir machen es mal ohne. Wir haben hier insgesamt zwei Brückensteine, dann haben wir eine große Höhle, eine kleine Höhle und dann noch diverse Kleinigkeiten aus dem kleinen Set. Alles im allen, was hier liegt, waren es glaube ich 9 Kilo, glaube ich. Knapp 9 Kilo, ja. Knapp 9 Kilo und Kostenpunkt für das, was hier steht, waren es 210. 210. Ja. Ja. Für den Aufbau, so wie es jetzt erstmal hier liegt, kann man jetzt nicht viel erkennen, aber ich denke mal, wir wechseln rüber zum Becken und dann fangen wir da einmal an zu puzzeln. Das haben wir vorbereitet, dass wir im Becken arbeiten können. Das ist erstmal der Plan, weil ansonsten müssten wir hier uns ein künstliches Becken aufbauen, das wollen wir nicht. Also, kurzer Schnitt und rüber zum Becken. Auf geht's! So, das haben wir jetzt hier mal alles so vorbereitet. Wir haben uns Pappe reingelegt. Die kann auch nass werden nachher, weil wir werden mit Sekundenkleber arbeiten und nicht mit Reef Bond. Nein. Kann man beides machen. Der eine einen Reef Bond, der andere einen Sekundenkleber. Und ja, wir fangen jetzt erstmal grob an, würde ich mal sagen, die Grundkonstruktion im linken Bereich aufzubauen. Da gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen, wie gedacht. Nehmen wir einfach mal 3 Stück hier. Und dann gucken wir mal, was wir im Endeffekt dann machen können. Nein, ich setze mal ein bisschen weiter nach hinten. Ich setze mal ein Stück nach vorne. So, und jetzt brauchen wir einen Brückenstein, bitte. Das wäre zum Beispiel schon mal eine Möglichkeit. Und damit wir nichts verschwenden, können wir damit so viel Fläche wie möglich rausziehen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts außer meinen entzückenden Rücken. So. Ich habe jetzt die entsprechenden Steine ziemlich weit rausgezogen, damit wir die gesamte Fläche nutzen können. Weil wenn ich das Zug weiter drunter drehe, schiebe, dann habe ich ja hier dementsprechend dann jede Menge Fläche verschenkt. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Hm? Du guckst skeptisch. Ja, mal gucken. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt doch mehrere Möglichkeiten. Wir haben doch so viel Material da drüben liegen. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Wir haben zu viel Material. So, dann nehmen wir uns List Anemons. 1, 2 und den Stein links. Ja, genau. Ich habe da eine Idee. Wir gehen hinten ein bisschen höher. Komm mit dem Brückenstein bitte. Großen. Genau. Mal gucken, ob ich das so hin. Ja, genau. Cool, hätte ich jetzt schon wieder Kratzer. I, doof. Ja, wir sind hinten etwas zu sehr an der Scheibe. Wir müssen achten, dass wir ein kleines bisschen Abstand von der Scheibe halten. Könnte natürlich jetzt auch hier runtergehen. Das bisschen so hinlegen, dann hat man hier ein bisschen Platz dazwischen. Aber es ist immer Platz von der Scheibe, der im Endeffekt sein muss. Hm, du guckst skeptisch. Ich sehe das schon. Ist keine schlechte Idee. Aber, jetzt gibt das Aber. Jetzt kommt ein Aber. Du hast hier unten, hast du im Prinzip das Ganze jetzt abgeschattet. Ja. Die ganze Stellfläche, die hier drunter ist, alles tot. Die wird, ich sag mal, für die Nüsse. Ja, könnte man hinstellen, aber das ist weg. Und wir haben hier einen recht steilen Winkel. Da müsste man auch drauf achten. Also wenn ich das da unten so haben möchte, müsste ich das vielleicht so machen. Damit ich da unten schon mal nichts drunter habe,
Mal gucken, ob ich das jetzt hier so hinkriege, wie ich mir das gerade vorstelle. Und das noch als Brücke on top. Wie sieht das schön aus? Ja, fast. Ich bin nicht ganz davon begeistert, weil genau dieser, da müssen wir mal vorsichtig sein. Die sitzt erstmal nur frei. Und bei der müssen wir halt tatsächlich drauf achten. Da werden wir noch hingehen und die an einer Seite zumachen. Die Anemone. Entweder nach da rausguckend oder in einen anderen Bereich, weil das Problem an der Sache ist, die braucht Platz. Die kann teilweise so groß werden. Guck mal, das wird dann eng da an der Ecke. Ja, ja, das wird dann eng, richtig. Du musst Platz haben. Das heißt also, diesen Stein würde ich tatsächlich so setzen, dass ich den bewegen kann. Runtersetzen und nicht verkleben. So. Ne, ist schon richtig rum. Nicht zu nah ran, weil die kommt raus. Die kommt raus und legt sich drüber. Legt sich drüber. Mhm. So. ZB. Zum Beispiel. Wir können es aber auch drehen. Und etwas flacher gestalten. Moment. Einfach nur so dagegen setzen. Geil aus, ne? Hat was. Und wir haben noch Material über, das ist ja das Schlimme. Aber du hast ja sowieso viel zu viel mitgenommen. Habe ich. Wichtig an der ganzen Sache ist jetzt im Endeffekt, dass wir nicht zu viel reinmachen, weil das ist ja eigentlich nur die Grundkonstruktion, wo die Korallen draufkommen sollen. Das soll nicht nur, eigentlich soll es ja nur als Abstellfläche dienen. Der Aufbau an sich muss nicht hübsch sein, tut er aber, weil es Eporif ist. Und wir müssen halt gucken, dass wir das Eporif so gut wie möglich nutzen und die Stellflächen, die wir zur Verfügung haben, zum Beispiel hier hinten, da müssen wir gleich auch noch mal kurz was machen. Das gefällt mir noch nicht ganz, weil dann nämlich, da haben wir nämlich ganz viel von dem entsprechenden, von der Stellfläche verschenkt. Lass uns das mal. So machen. Ja, und schon haben wir hinten wieder Luft. Das ist okay. Wir haben hier ein bisschen mehr Stellfläche. Das läuft runter und alles in allem, würde ich sagen, könnte man so lassen, wenn es dir gefällt. Wir können aber auch noch weiter puzzeln. Ja. Die Möglichkeiten sind unendlich. Lass uns mal noch mal gucken, ob wir das, also die eine Seite hier vorne so hinkriegen, wie der Norbert das gemacht hat, dass wir da dieses fliegende Riff hinkriegen, dass da keine Stellfläche auf dem Boden ist. Wir machen eben einen Schnitt. So, Ladies and Gentlemen, wir haben ein bisschen gepuzzelt. Weil wir dann tatsächlich hier in dem Bereich noch ein bisschen Flying Reef haben wollten. Und Norbert hatte uns das tatsächlich im Video gezeigt, aber wir haben gerade eben einige Anläufe gebraucht, um es hinzukriegen. Ja, ist nicht ganz so einfach. Also das ist jetzt erstmal der finale Aufbau. Und tatsächlich verkleben machen wir jetzt nur diesen Stein mit dem Brückenstein hier, um das Ganze fest zu kriegen, damit das Flying bestehen bleibt, und alles andere lassen wir modular. Weil vielleicht kommt ja noch auf die Idee, irgendwas zu verändern, weil zum Beispiel der Stein hier hinten ist nur aufgesetzt, der Brückenstein hier vorne ist auch nur aufgesetzt, und somit hat man noch ein kleines bisschen Möglichkeit. Aber das steht alles schön fest, stabil, und das ist halt das Schöne an der Sache, das verkantet sich alles schön, schön ineinander. Und wenn man die Grundstruktur vernünftig hinkriegt, ja, dann passt das soweit. Ich brauche jetzt einen kleinen Behälter, ein kleines Litermaß oder so. Ja. Wasser, brauchen wir jetzt Osmose nehmen. Nehmen wir am besten Osmosewasser. Machen wir. Und den Kleber haben wir schon hier. Und dann bereite ich hier schon mal vor. Lass mir jetzt im Endeffekt den Stein da hinten komplett verkleben. Wir haben den hier unterstützt. Und ich gehe im Prinzip jetzt hin. Ich habe hier den ganz normalen Gel-Sekundenkleber aus dem Internet, von eBay, und den werden wir jetzt massenweise da drauf packen. Nein, so viel brauchen wir nicht. Ja, passt. So, und jetzt gehen wir im Prinzip hin an den Kontaktstellen, wie Norbert mit seinem Reef Bond. Und packen
jede Menge Material drauf. Und da wir das Ganze auch im Trocknen hier machen, können wir auch schön Kontakt kriegen. Brauchen wir jetzt nicht großartig, das Wasser brauchen wir gleich erst, wenn wir tatsächlich die nicht mehr Kontaktfläche. Tatsächlich nicht. Dann müssen wir jetzt hier noch mehr. Yippie. So, die Spitze können wir noch ein bisschen verstreichen, dass wir auch überall hinkommen. Das wird nachher unter Wasser erstmal weiß werden, aber im Laufe des Gebrauchs dann auch verschwinden. Das ist natürlich dann der Vorteil vom Reefbauen, das ist ein bisschen dunkler, ist ja nicht so weiß wie das hier. Aber das hält genauso gut. So, das hat sich noch ein bisschen bewegt gerade, sollte es nicht. Und das muss jetzt auch erstmal dann mindestens 24/7 aushärten. Immerhin. Also angucken, nicht bewegen. Jetzt packen wir ein bisschen Wasser drüber, damit sich da eine Haut drüber bildet. So. Und das muss jetzt im Prinzip erstmal soweit aushärten. Wenn das Ganze dann final so jetzt fest ist, dann musst du hingehen, den vorsichtig rausnehmen und das ganze Spiel von der Unterseite nochmal machen. Okay? Weil da kommen wir jetzt im Moment nicht dran. Könnte man theoretisch jetzt machen, will ich aber nicht, weil wir den Stein jetzt gerade so schön liegen haben, wie er sein soll. Wir könnten da von unten. Ja, da sehe ich auch gerade, da kommen wir dran. Hast recht. Können wir noch ein bisschen dran machen. Da kommen wir hin. Weil das ist ja noch nicht unter Wasser gewesen. Die können wir noch weiter nutzen. So. Und das war jetzt eigentlich schon fast das ganze Hexenwerk. Fast. Fast. Aber super luftig. Luftig ist es auch hier alle Fälle, ja. So, jetzt können wir die auch erstmal wieder hier hinten in die Ecke stellen. Nochmal als Konter. Damit es hübsch aussieht. Ja, und das muss jetzt erstmal aushärten. Wenn wir jetzt Salzwasser drin hätten, würde es ein bisschen schneller gehen. So muss das jetzt erstmal eine Zeit lang komplett durchhärten. Dauert ein bisschen länger an der Luft, aber ansonsten hält es genauso bombig, weil es halt Sekundenkleber ist, das Epoxid. Die Oberflächen verbinden sich miteinander, das wird knochenhart. Wird dann anschließend wirklich ein Problem, die beiden Steine wieder voneinander zu trennen. Von daher ist es auch ganz praktisch, dass wir den Rest erstmal so lassen, weil es halt wirklich auch fest ist und standsicher dann. Ja, sieht super aus. Ja, entsprechendes Bild, wie es dann aussieht, wenn es fest ist, schickst du mir dann später zu. Mach ich auf jeden Fall. Ja, wenn du dann wieder alles rausgenommen hast und anschließend nicht mehr weißt, wie es drin war. Ich werde mir davon eine Zeichnung machen. Ja, ja, genau. Nimm dir ein Video auf. Ist im Endeffekt so. Also wir haben so viele Möglichkeiten hier, das dementsprechend zu stellen. Von daher ist es immer recht schwierig, alles so wieder hinzukriegen, wie es tatsächlich ist. Aber im Endeffekt schnell aufgebaut. Theoretisch könnten wir jetzt fluten und das Becken in Betrieb nehmen. Aber wir haben da noch ein paar Kleinigkeiten zwischen. Du gehst in Kur und in Urlaub. Ja. Ich in 14 Tagen auch in Urlaub. Und wenn wir beide aus dem Urlaub zurückkommen, dann starten wir das Ganze hier. Ja, wird lustig werden. Befürchte ich auch. Ja, in diesem Sinne. Solltet ihr noch Fragen, Sorgen, Nöte, unsinnige Anträge haben, schreibt sie runter unter dieses Video. Fragen zum Thema EcoReef, es gibt ein entsprechendes Video, was momentan auch schon sehr gut geschaut wurde, wo auch noch weitere Infos drin sind, wo wir die Steine hier im Vorfeld ausgesucht haben. Da könnt ihr auch noch mal reinschauen und da habt ihr entsprechend auch weiterführende Links zum Norbert, zur Atoll Reef Deco. Wie es funktioniert, wie er drankommt, welche Wartezeiten ihr haben müsst, weil das ist ja auch noch das Problem.
Er hat so viel zu tun, der Kerl. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, aber wie gesagt, schnell aufgebaut. Lassen Sie jetzt austrocknen, aushärten und dann können wir dann beim nächsten Mal direkt starten. Gott sei Dank, endlich geht's los. Genau, hast lange noch gewartet, ne? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.